So, ich gehe jetzt. Oh. Links. Ich gehe jetzt meinem Vater helfen. Jetzt kann noch wieder so mein Essen zu nehmen. Muss also auch waschen. Ah ja, ich schon mal über, jetzt muss er. Ja, was ist das? Ein spezielles. Speziellen Anzug. Aber. Anzug an. Die Bienen mich nicht stechen. Vater macht irgendwas, bereitet da irgendwas vor. Da sind die Bienen. Ich hole was. Manuel. Rauchgenerator oder was? Das ist dafür, dass dann die Bienen erstmal kurz weg sind. Die Matze, ne? Was haben wir jetzt noch? Ich sag ihm, da wäre er, oder? Muss ja lieber wäre. So, ja, Kala. Oh, da muss ich. So, jetzt kann man die ganze Bienen sehen, wie sie sich verhalten. Alter Schwede. Was ist denn das? War das Bild hier? Der sieht mega aus. Damit die nicht stechen, wird der Rauch der Fall in den ganzen Tag. Ich brauche die auch stürzen. Ja, die gehen runter, sagt man. Die gehen runter, dann kann man die ganzen Rahmen rausholen. Du zuerst, das sehe ich nicht. Mhm. Was ich wohl so beschäftigt? Da oben das. Also, da auch noch ein bisschen heiß, möchte ich das essen? Viele Gedichte, da auch noch ein Gatton. Ich muss so. Gatton muss so, ich stoppe das Zentrum. Hallo, ich sehe. Gatton das. Vater sagt, es ist irgendwas nicht zugeschlossen. Deswegen am besten noch immer drinnen lassen. Ja, so Pichatin. Ah, das ist schön. Jetzt werde ich gestoppt, bestimmt. Ja, war dann. Was? Jetzt rüber. Ja, was? Nicht weiter, oder?
Was? So viel Bienen. Ich bin da auch durch. Jetzt hab ich's noch. Kann ich nicht. Ich schieb ich's noch, ja. Raum und ja. Hat er gebot, ja, jetzt. Yollanış ayıkta değil mi? Hı. So, die Rahmen haben wir rausgeholt. Okay. Geh weg. Geh weg. Halatiz mi? Ja, ja, kuzum halatiz. Сейчас я щучу, да? Да, все, все, бог, бог. Заработает. И он молодец.
18 Uhr. Ja. Ja, und ich das Bescheid durch. Akkurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ich freue mich. Ich sehe. Das Bescheid ist das. Voll mit Honig. Wo es zugedeckt ist mit dieser weichen Schicht, das ist voll mit Honig. Ja, Joghurt ist akkurat, aber auch nicht mehr. Joghurt. Hat ein Bauch, wo ich bin. Teier ist auch gut. Auch schön. Dass wir das in diese Presse so. So, jetzt kommt die zweite Wabe in diese Presse rein. So, jetzt sind die Honigwaben drin. Most последний на лет. Сепараторы, основные. Кубок, чтобы сепараторы, системы. Вот и надо. So an der Wand sieht man die Wand nicht langsam, ne? Weil wo man dann in der Kamera sehen kann, hier. Jetzt diese Honigwaben werden jetzt zurückgelegt wieder in diesen Kasten. Alter Schwede, was für ein Bienen. Das ist ein Betäubungsmittel. Ja. Das ist wirklich interessante Arbeit. Mir hat das gefallen, der ganze Prozess, wie man das alles macht. Schöne Beschäftigung, ne? Für diejenigen, für ältere Leute beispielsweise, die im Dorf leben oder so. Ich lege das erstmal in den Kasten rein. Kann man es besser sehen. Das Gelbe ist der Honig.
Jetzt kommt der Honig dahin in den Eimer. Groß. Größere Löcher. Und dann ist noch kleiner. Jetzt kommt der Honig. Wie Gold, das sieht so wie Gold aus. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so sieht, aber live sieht das wirklich goldfarbig aus. Bienengold. Ich probiere mal diesen Honig auch. Das schmeckt richtig, richtig lecker. Heftig, ne? So sieht's aus, Leute. So produziert man den Honig. Das ist ein wirklich, wie sag ich mal, das hat mir auch wirklich gefallen, wie man das macht. Das habe ich noch nie gesehen selber. Mein Vater hat das auch vor kurzem angefangen, das zu machen, sage ich mal. Jetzt bin ich für kurze Zeit zu Hause bei uns im Dorf. Ich habe es mit ihm einmal gemacht. Sieht mega interessant aus, das Ganze, wie man das Ganze macht. Und das schmeckt, vor allem schmeckt das auch richtig, richtig lecker. Ciao, Leute. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos.